Sie wollen sich also scheiden lassen? Nein, eigentlich möchte das nur mein Mann. Genau, ich möchte gerne meinen Mädchennamen wieder annehmen, Großbritannien, und dann endlich wieder frei über mein eigenes Geld verfügen können und dann jede Menge Spaß haben. Ach, hatten wir also keinen Spaß? Doch, Hasi, zum Teil schon. Aber ich habe echt keinen Nerv mehr auf diese ständigen Bevormundungen. Mach dies, mach das, mach jenes. Grauenhaft. Was mussten Sie denn alles machen? Ja, so im Detail weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber ich musste zum Beispiel regelmäßig die Geschirrspülmaschine einschalten. Sie wollen also raus aus der Ehe. Dann sind wir uns einig, dass Ihre Ehe zum 29. März zu den vereinbarten Konditionen endet? Ja, wenn es sein muss. Dann fehlen ja nur noch die Unterschriften. Moment, nur eine Kleinigkeit noch. Aha. Sie wollen also den Schlüssel zum Haus behalten, damit Sie jederzeit rein können. Außerdem den Wagen, den Ihre Frau regelmäßig volltanken muss. Und die Kinder wollen Sie auch haben. Ja, aber natürlich nur, wenn es mir passt. Ansonsten sind Sie bei ihr. Aber Unterhalt zahlen willst du nicht? Nein, mein Liebes, ich bin noch nicht beknackt. Halt, Spatzi. Was ist denn jetzt schon wieder? Da ist doch gar kein Kaffee drin. Ja, vielleicht will ich auch gar keinen Kaffee, sondern einfach nur mal so die Tasse halten. Wenn ich das mal sagen darf, Herr Großbritannien. Mir scheint, dass Sie ohne Ihre Frau doch ein bisschen aufgeschmissen sind. Ja, deshalb möchte ich den Kontakt ja auch gar nicht vollständig einstellen. Also dreimal die Woche würden wir uns treffen. Ah, und dann? Dann haben wir Sex. Tja, also Sie können sich doch nicht die Rosinen rauspicken. Herr Großbritannien, entweder raus aus der Ehe oder drinbleiben. Na, raus natürlich, aber zu meinen Konditionen. Mausepeter, da sind doch Haselnüsse drin. Oh Gott, immer diese Bevormundung. Also, Herr Großbritannien, wir haben nicht ewig Zeit und da Sie wenig Kompromissbereitschaft gezeigt haben, läuft das eben auf die harte Tour. Artikel 50, Austritt aus der Ehe, Haus, Auto und Sorgerecht gehen an Ihre Frau. Die wollte ja keine Trennung. Einwände? Nein, wunderbar. Außerdem tragen Sie die Anwalts- und Gerichtskosten und zahlen Unterhalt. Und nein, Sie haben keinen Sex mehr mit Ihrer Ex-Frau. Ja. Gut, na dann. Na, da können Sie aber froh sein, dass Sie den los sind.